Go to hell. Bärenpelz und das. So, dann können wir jetzt hier zurückgehen. Und schon haben wir ein weiteres Mitglied der Draconis-Familie ausgemerzt. Finde ich sehr schön. Na, na, na. Hopp. 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 Wo ist mein Pferd hin? Da ist mein Pferd. Oh, wuppa. Ach genau, ich möchte die Notizen nochmal kurz durchlesen. Das ist so schön. So. Wo ist die Notiz? Lalala. Also jetzt Geschichte. Ah, schwere Rüstung, wusste ich. Doch, dass da was gibt. Fragment von Morgrun. Einkaufsliste. Nein, das war's nicht. Die ersten noch meine Brüder an, ob sie kamen dann. Hä? Nö. Draconis-Geschenk. Sehr geehrter Herr, nochmals vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir zu helfen. Ich habe mich so gefreut, als ein Freund euch empfahl und werde sicherlich eure Dienste in Zukunft erneut in Anspruch nehmen, wenn mit dieser Runde von der Werbung alles in Ordnung geht. Vorstellen, wie schwierig es für eine alte Frau für mich ist, viel umherzulaufen. Meine Kinder, die lieben, verdienen nur das Beste. Und ich fürchte, dass ich im letzten Jahr nicht in der Lage war, ihnen meine Liebe und Dankbarkeit. Doch all dies liegt hinter mir. Hier ist die Liste der Geschenke, von denen ich glaube, dass meine Familie sich am meisten darüber freuen wird. Sammelt mit den letzten Adressen geht das Kind ist ja eine Matthias war schon immer ein wilder Junge. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er dort in den Kaiserschiff der Gesellschaft einiger recht übler Gestalten geraten ist. Ich gleich viel besser fühlen, wenn ich wüsste, dass er gut geschützt ist. Da möchte ich, dass er einen schönen Brusthandel für ihn findet. Nicht so leicht. Eisen oder Stahl müsste in Ordnung sein. Wenn möglich, hätte ich gern ein Graviert mit für meinen lieben Matti. Ich werde immer für dich da sein, die schützen, liebe Mama. Andreas Herberger zum betrunkenen Drachen. Er ist der Besitzer und wohnt auch dort. Andy hat sein eigenes Bier gebraut und Schnaps gebrannt, der 6 Jahre alt war. Krass. Die Eröffnung dieser Herberge war der glückliche Tag seines Lebens. Ich möchte, dass ihr einen neuen Tavernengläser besorgt. Bestimmt gibt es in der Kaiserstadt Kunsthandwerke, die einen eleganten Satz aus matten Ebenholz aus Altmeerkristall erschaffen können. Sibylla Schlammteilhöhle. Ja, meine Tochter lebt in einer Höhle und nein, ich bin nicht besonders froh darüber. Sibi. Ich bin Tierig lieb. Fast so sehr wie Andy das Bier. Vor einigen Jahren hielt sie es wohl für gute Idee, das Kaiserreich zu verlassen, wie eine Wilde mit den anderen Tieren, mit den Tieren zusammenzuleben. In dieser Zeit fürchte ich, dass ist Sibi irgendwie durchgedreht. Sie ist praktisch so wild wie die Besten, mit denen sie lebt. Ich mache. Ich bin Sibis Mutter und werde sie immer lieben. Offensichtlich wild oder braucht sie nichts von der zivilisierten Gesellschaft. Darum möchte ich, dass ihr einen Gerl findet und die größten Pelzdecken besorgt, die ihr auftreiben könnt. Als ich Sibby zuletzt gesehen habe, war sie beinahe nackt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Höhle viel gibt, sie warm halten kann. Wenn ihr die Decken zur Schlammtöle bringt, gebt acht, die wilden Tiere sind schon schlimm genug, aber Sibby selbst. Kalia, Schloss der Winde, findet sie eine Kaserne. Meine wunderschöne Kay, meine liebste Tochter hat so viele Herzen gebrochen, als sie jünger war. Doch nun, da sie Offizier kaiserlichen Legion ist, hat sie sich leider ein wenig gehen lassen. Nicht, dass sie fett geworden wäre, bei mir Vater, nicht, doch nicht. Das nicht, doch sie hat sich ein eher praktisches Aussehen angewöhnt. Sogar ein bisschen knabenhaft, könnte man wohl sagen. Darum möchte ich, dass ihr eine, kann so viel hübsche, mädchenhafte Sachen besorgt. Wir können Blumen, Parfüm, Nordschokolade. Geil, solche Dinge. Gerade die Hälfte eures Honorars im Voraus erhalten. Ich werde den Rest bekommen, bla bla bla. Wunderschöne Notiz. Echt episch. Ach nein, ich wollte es nicht für Mina machen. Ich wollte Verwandte. Herberge zum betrunkenen Drachen. Oh Gott.
Ich möchte jetzt mal kurz absteigen. Dann. Boah. Drunken Dragon. Das ist sowieso der geilste Name, den ich mir je ausdenken könnte für so ein Lokal. Sprecht. Ach nee. Speichern. Hallo. Sucht ihr eine? Ich bin hier gekommen. Eure Mutter hat wie eine Sau geblutet. Meine Mutter? Nein. Wie ich es liebe. Man muss diese Vollidioten nur ein bisschen reizen und schon kann man bla bla bla. Ja, nehmen wir mit. Was gibt es? Nichts mehr. Wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt, sucht mich auf. Ich habe alles erledigt, was ich hier brauchte. Ich find's cool, du kannst sie einfach animieren, dass sie dich angreifen, dann greifen alle anderen die auch an und das war's eigentlich, dann hast du den Quest. Deswegen liebe ich diese Filme vor allem wegen dieser unglaublichen Blödheit. Aber ich schweife ab. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, ich dir nicht. Moin. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Ach, gar nicht. Speichern. Sehr schön. Ging ja schon mal gut. Ihr bitte fahrt fort. Ein neues Schiff hat im Hafen festge... Auch ihr. Ha! Tschüss. Was? Das war der Falsche? Ach, shit. Ich hab mir den Falschen umgelegt, ey. Hoppala. Ja, scheiß drauf. Hey, Draconis, was geht? Zeit für... Ach ja? Wessen Sklave? Oh, also gut. Sie verarschen? Ach ja? Was? Ach ja? Na gut, dann mach... Die verarschen? Bei den neun Göttlichen. Es ist ausge... Das ist... Hups. Natürlich schlecht. Wie geht es euch? Ach ja? Was? Ha! Ein Toter. Hilfe, ein Toter. Ihr so etwas. Haltet auf. Also. Hat mich jetzt eigentlich nicht schlimm getroffen, muss ich sagen. Leiche ist noch warm. Der Mörder muss ganz in der Nähe sein. So, damit haben wir fast alle getötet. Den konnten wir jetzt leider nicht irgendwie aggro machen. Das hat mich jetzt irgendwie ziemlich genervt. Er hat provoziert, okay? Jetzt muss ich doch noch rechtfertigen vor euch oder was? Ey, Alter, der hat's provoziert, ey. Gut. Er wird schon irgendwas Böses gemacht haben. Also nur weil eine Frau sich ein bisschen knabenhaft hat, sieht das noch nicht, dass es nicht mehr eine Frau ist. Hey, in der Armee, da kannst du nicht mit Kleidchen rumrennen, das kannst du dann ganz schnell vergessen. Herberge zu den drei Schwestern. Wo ist denn die Kleine? Wie schön euch zu sehen. Endlich mal gute Nachrichten aus Quatsch. Die letzten Geldra wurden vertrieben. Sehr schön. Fantastisch. Ich schätze, das ist gut. Ja, das ist gut.
Das möchte ich da erstmal. Eine Wette mit Jabari abgeschlossen. Warte mal, wurde ich gerade entdeckt? Nein, habe ich nicht. Oder wurde ich nicht, sagen wir es mal so. Aha. Gut. Hi. Ja. Ihr seht wie eure Mutter aus. Meine Mutter? Oh, ihr kennt sie? Sie ist eine herzige alte Dame. Und ich bin einfach eine Aber jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit... Ja? Ach, wirklich? In diesem Fall will ich euch den kleinen... Was? Das ist echt gar nicht stark. Jedes Mitglied der Draconis-Familie wurde getötet. Ich muss mir belohnen und den nächsten Auftrag im Übergangspunkt abholen, der sich im Steinbrunnen des Schlafhuses von Schloss Kingrak befindet. Dumme Draconis-Tussi. Nicht würdig für einen Killer meines Standes. Kopfgeld. War 1000. Was für Kopfgeld habe ich? Oh. Schlecht. Hallo, was denn nun schon wieder? Angeblich ist es kommt ihr mir nicht davon. Sie verarschen? Ich würde dann gerne mal schnell reisen. Nach Skingrad. Skingrad war hier, genau. Ein Schloss. Jetzt muss ich wieder 1000 abdrücken. Oh, ist das zum Kotzen. Na gut, wir werden auch noch genug verdienen in diesem dunklen Bruderschaftsteil, also so sehe ich. Wo ist das jetzt genau? Ach so, ja. Aha. Und 500 Gold. Wir bekommen den Wunsch, dass ich mal befehlen Khajiit Jagasta, der in seinem Haus im Bruma finden kann. Jagasta ist meistens unbewaffnet im Kampf, so wird sich ein starker Gegner erweisen. Okay. Dann verziehen wir uns mal. Und wohin könnt ihr euch ganz genau denken? Nach Bruma. Halt. Oh ja. Sitz da. Nein! Mich flachsen? Was hat sich alles verschlechtert? Boah. Ne. Laden. Laden. Sehe ich nicht ein. Nein, da zahle ich lieber. Ganz ehrlich. Ich hab's ja eh. Bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Wache. Wache. Haltet auf. Gold. Dann zahl. Mann! Es ist aus. Zu also gut. Ich hätte jetzt auch umlegen können, aber ich habe ja keinen Bock drauf. Da muss ich noch mehr Geld zahlen. Ich muss so schon genug Geld zahlen. Ihr seid ziemlich faszinierend. Lasst mich doch an euren Gedanken teilhaben. Guten Abend. Geh sterben, du dreckige Schwurtel. Alter, wie du mich anschwul, habt ihr das gehört? Ihr seid wirklich sehr interessant. Lasst mich an euren Gedanken teilhaben. Da muss ich mir schon das Kotzen verkneifen. Hat man mich bemerkt? Nein.